Come and fly away with me.
So, und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt zu einem neuen Morgen-Stream, Mittag-Stream. Ja, ich bin aufgestanden, das ist das Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle wach geworden, ihr habt gut geschlafen. Schön bis mittags geschlafen, wie es sein muss am Wochenende. So, Soundcheck hat geklappt, ich bin zu hören. Na dann, nehmt euch alle euren Kaffee, macht euch bereit, macht euch schön bequem. Was ist denn hier los? Habe ich das aus Versehen gewischt ist gestern? Haben sie das Playground? Okay. Ist von meiner Bibliothek, ist die Bibliothek. Alles klar. Hier habe ich noch ein Spiel gefunden. Auf Steam. Was wir nachher noch spielen können. Hier haben wir auf jeden Fall. Heroes, warte, haben wir heute noch vor. Leaves Adventure. Clem haben wir hier noch. Airhead. One Last Breath. Und hier heute noch gefunden Siberia. Und vielleicht, also ich würde sagen, Indie Arena machen wir heute Abend. Da gehen wir dann heute um 18 Uhr streamen. Hört mal rein. 18:30 streamen. Das sah, also die Trailer und die Bilder sahen schon echt toll aus. Da freue ich mich drauf. Das sind die Sachen, die mir gestern Mordi gestern geschickt hat. Joa. Ich würde mal sagen, vielleicht finden wir mal heute Abend auch noch was in der Indie-Arena im letzten Bereich, was ich noch spielen will, aber ich denke, wir setzen uns jetzt erstmal ran. Wir haben ja einiges zu machen. Und sagen, wir beginnen mit. Womit wollen wir anfangen? Das ist eine gute Frage. Würden wir erstmal von hinten aufräumen und dann hier fangen wir erstmal. Ich denke, wir spielen mal Leaves Adventure zu Beginn. Spielen wir Rosewater und dann gucken wir mal hier weiter. Starten wir das Spiel. Netherworld Hero. Okay, Soundeinstellungen sehen schön aus. Müsste klappen. Auf geht's, rein geht's ins erste, in die erste Demo des Mittagsstreams. Okay, na dann, willkommen zu Leaves. Ich glaube, Leaves wurde im Trailer ausgesprochen. Live oder Leaves Adventures. Adventure. Netherworld Hero. Da muss ich sofort mal an die Option gehen. Aber schön. Musik mal ein bisschen leiser. Zoom auf 70% ungefähr.
ist immer eine gute Sache. Ambience. Darf ich auch gerne so auf 80 aufhalten. Okay, Language. Was haben wir da? Deutsch. Ja, das würde ich bevorzugen. Auf geht's. In the olden days beyond these times, a war was consuming the bride. Ich hoffe, das Lied ist überhaupt richtig okay. Will dafür jetzt nicht weggeklemmt werden. Das haben die selbst gesungen. Forgotten the root of the eternal light. The tale is told, the legend grew old, and shadows are rising with might. So brave up you folks, and stand side by side, for guarding the eternal light. So brave up you folks, and stand side by side, for guarding the eternal light. Statt nur einen pepping Song ins Auto, ja. Am frühen Morgen ist so ein schönes Lied hier. Weiß. Okay. Haben wir eine Ladescreen-Problematik? Das wird traurig. Ah ja. Okay. Die Steuerung ist mit der Tastatur ein bisschen seltsam. Okay, die ist rückwärts. A ist den das Ding hier. Und G ist drücken. Mehr Taste springen, kann man die Taste Tattoo-Bedingungen irgendwie umändern. H, X, F. Achso, mit den Pfeiltasten, guck mal, das ist eleganter. Schade, dass man nicht mit WASD spielen kann. F kann man zuhauen. Roman. Hallo. Mein Name ist Roman. Ich bin der Entwickler von Leaf's Adventure. Was suchst du hier? Danke, dass du dir die neue Demo anguckst. Du wurdest direkt in der zweiten Welt von Leaf's Adventure geworfen. Was darf ich dir sonst noch über die Demo erzählen? Lass mich spielen. Alles klar, macht mir Spaß mit der Demo. So, weiter. Ich hoffe, alles erklärt sich von selbst. Dass er mir nicht die Story erklären muss. Und dass das Spiel das von selbst macht. Und
2D-Plattformer übersehen. Wieder mal zu kloppen, sonst kriegen wir hier noch Corona. Stein können wir zu kloppen. Hier gibt's Kristalle. Jetzt irgendwie so ein. Kann man vielleicht mit dem. Mit ihm hier. Ah, können wir. In der Plattform gemacht. Wir können Sachen einsammeln. Interessant. Die Steuerung mit ihm ist noch ein bisschen mit dem kleinen Wesen hier. Verstehe ich noch nicht ganz. Achso, so können wir den machen. Mit dem Sachen einsammeln. Verstehe. Interessant. Au. Vorsichtig. Ich gebe den hier nur den. Den kleinen. Kleinen Geist durchschicken. Gewöhnungsbedürftig, aber okay. Also ZL gedrückt, um Geist zu rufen, um Schalter zu interagieren. Ist jetzt hier, ich glaube, ich A gewohnt, die Taste, aber ja, ist A gewohnt. Was machen wir jetzt hier? Den Schalter drücken. Drüben gibt es einen Schalter. Da können wir nicht hin. Können wir Vogel besiegen oder wie machen wir das jetzt hier? Eine, was bläulich schimmert. Aha. Verstehe ich noch nicht ganz. Okay. Um den Schalter zu aktivieren. Hier ist interagieren normalerweise. Oh, G. Die Tastatur mit, also mit Controller spielt es wahrscheinlich besser. Die Maus, die Maus und die Tastatursteuerung sind ein bisschen naja. Okay, was wir damit machen können, ist mir auch noch nicht klar. Falltüren. Also er kann, das haben wir doch schon mal gemacht, er kann doch irgendwie eine Tür. Ah ja, hier kann er, machen eine Plattform draus. Oh oh.
Oh, verdammt. Besiegt. Bin tot. Ach, hier stand man noch ganz von Anfang. Na toll. Als Mauentwickler. Böse Fledermaus. Was bewirken denn diese Seelen, die ich einsammle? Die hier. Okay, da komme ich auch so hoch, aber dafür ist nichts nicht. Ich weiß wenigstens, wie ich hier lang komme. Was ich gehe. Jetzt erstmal den hier unten fertig machen. Also besiegt. Ein Herz für den Helden. Verdammt, du bist gleich wieder auf. Nein! Keiner jumpet man. Am liebsten. Du bist ein Schwert. Wir haben eine Säbel aufgenommen. Ein Schwert und Säbel. Steuerung ist wirklich ein bisschen klobig hier mit dem auf der Tastatur. Muss ich leider sagen. Ja. Oh, scheiße. Nächsten Säbel hochgehoben. Okay, was haben wir hier? Wahrscheinlich können die das verwenden. Den Geist kann den Stein aktivieren. Na dann. Tu das mal. Oha. Okay. Das ist irgendwie so ein Golem oder irgendwas. Derartiges. So, wann kommt das Brett? Oh, Kacke. Das ist schlecht, bin ich eingeklemmt.
Und das ist der Stein hier, der sich rollt. Ah. Verdammt. Ich hab gerade was im Auge. Fahrzeug. Müssen wir den Schritt nochmal von vorne machen. Nimm das hier Super Mario Ausmaß an. Das will ja mal von ganz von vorne gehen. Okay, alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Schade, dass es hier absolut keinen Checkpoints gibt. Das ist ein bisschen fies, vor allem wenn man dann hier wenn man schon ziemlich weit gekommen ist. Den Mist noch mal von vorne machen muss. Die Steuerung glaube ich dann hier mal wieder von vorne anfangen müssen. Also ohne Checkpoint, keine Checkpoints. Es muss leider einige Abzüge geben. Das ist. Ich bewerte die Spiele an, die ich dann spiele nachher. Das ist leider. Ist halt irgendwie. Schade. Mit Tastatur ist okay. So weiter hier. Wir gehen aber springen wir auch mal gekonnt. Oh Kacke. Die Seelenfragmente, die wir hier einsammeln. Ja. Wenn man es einmal weiß, wie es geht, dann ist das natürlich, kommt man da auch wieder hin. Trotzdem irgendwie Checkpoints wären immer was ganz Tolles. Da wäre ich echt begeistert von. Checkpoints in solchen Spielen sind eigentlich was relativ Notwendiges. Nur relativ, sondern sind was Notwendiges. Okay, da geht's runter. Jetzt können wir versuchen hier hochzukommen. Nein, geht's nicht. Okay. Okay, deaktivieren, ja, das haben wir gemacht und danach wieder aktiviert. Nicht, dass wir dann hier in die Säge reinfallen. Au! Bin vertief gefallen.
Plattform. Nächste Plattform. Oh oh. Okay. Geht's offenbar weiter. Scheint unser Endboss zu sein. Hör auf, hier rum zu albern. Ich will die ganze Höhle abgebaut wissen. Wir brauchen so viele blaue Kristalle wie möglich. Und haltet Ausschau nach der Heldenungsrüstung. Ich will sofort informiert werden. Ja, Meister. Oha. Lebhaftiger. Das brauche ich nicht mehr. Kannst du dich nicht mal eines kleinen Vogels erwehren? Gut, dann lass dir ein paar Babysitter beleben. Jetzt mach vorwärts, oder du wirst eine Wiederbelebung benötigen. Hast du gesehen? Da drüben sind blaue Phantome. Pass also auf. Leg dich ohne meine Hilfe nicht mit denen an. Schick mich, um sie mit meinem Geistangriff zu demaskieren. Ohne das kannst du sie nicht verletzen. Nun los, Attacke. Okay. Kannst du das aktivieren? Scheiß Fledermaus hier. Hoch Energie für den Kampf. Nicht für die Fledermäuse. Kannst du mal. Ach, Scheiße. Ach du Scheiße, hier mitten reingerannt. Im Kampf. Was tun wir? Okay. Oh, hier gibt's einen Checkpoint. Immerhin. Was, wenn wir einfach runter? Wir müssen ja sowieso dort lang. Eine Abkürzung nehmen. Mal so platt gemacht. Ach Scheiße. Was ist das Ding? Schalt aus das Ding. Und schalt an das Ding. Ah, hier ist ein Feuer. Sehr hilfreich. Na toll. Gehen wir doch schon am Gegner vorbei, oder nicht? Es gibt mir jetzt den Bossfight oder was? Oha. Will man hier runter? Ein bisschen Bossfight zu machen.
Da wäre ich schon gern dabei. Da treffe ich scheinbar nicht wirklich. Die haben ihn erst noch ausgesperrt. Und ich hätte mal zwei Herzen. Verdammt. Wir müssen den Checkpoint hier drüber haben. Jo. Ach Scheiße. Und F. Noch ein Herz natürlich, wie sollte das klappen? Zwei Herzen. Okay, wir müssen ihn besiegen, wenn er... Verdammt. Der ist kurz verwirrt, während wir ihm... Komm, springen wir rüber. So, wir steuern den hier. Ist natürlich blöd, wenn wir nicht wissen, was wir steuern. Von beiden gleichzeitig angegriffen zu werden, ist ein bisschen blöd. Ach. Kommt, mach Platz. Das sieht schon besser aus. Und hin los. Na komm, haben wir gleich. Sehr schön besiegt. Und die Pike mitnehmen. Geht's auch runter. Warte, sehe ich noch was schimmern. Andere Waffen oder so. Und womit könnte ich auch Waffen wechseln? Müsste man hier runterfallen? Müsste man aufhören, dich festzuhalten? Nur noch ein anderes Schwert. Knochenschwert für meinen Sitzen. Ich mag den Hammer. Oder sowas wie ein Tempel oder so. Wir sind gleich am Arsch. Verdammt. Bosskampf will ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Müsste ich aber nochmal. Ja, komm, lass gut sein. Können wir fliegen? Wenn wir den besiegt haben, hier durch. Das reizt natürlich schon, dass man den nochmal besiegt, aber. Wird das hier nochmal besiegt? Siegt ein weiteres Mal.
Okay, kann man nicht aufheben diesmal. Warte doch. Phantomklinge. Auch nicht schlecht. Nimm ich die mal mit, vielleicht bringt sie mehr Schaden. Ja komm. Zack. Mach kaputt. Lebenserweiterung. Maximales Leben erweitert. Ist die Kiste. Oha. Ein Tank. Schwert können wir nicht mit aufheben. Schade, haben das Ding verloren. Hier geht es oben noch weiter. Okay, da komme ich nicht hoch. Hier unten noch. Hier geht's nicht links. Gut, dann würde ich mal an diesem schönen Brunnen hier sagen. Beenden wir das Ganze. Gut, Stream läuft noch. Na dann. Oh, war nicht ganz so schlecht. Die Steuerung und... Ja, es ist ein paar... Ich muss ein paar Abzüge dafür geben, aber... Trotzdem ein gutes Game. Okay. Zum nächsten Plattformer. Gucken wir mal hier das hier an. Ist das auch wieder ein Plattformer? Nee, ist nicht. Ist ein Rätselspiel. Das haben wir hier. Okay. Ich denke, Wonder's Breath würde ich mir mal für heute Abend aufheben. Und wir da noch was Tolles drin haben. Das spielen wir heute für jetzt im Vormittagsstream vielleicht nochmal Rosewater und Siberia. Und fangen mit Rosewater an. Schon mit Siberia auf. Ja, ich stream jetzt heute am Vormittag keine 4-5 Stunden. Stündchen oder zwei jetzt hier. Ich 3D muss hier. Noch die kriegen wir dann. Und heute Abend dann nochmal 3-4 Stunden.
Work in progress ist klar. Settings. Soundvolumen. Subtitles on, Language. Gibt's nur in Englisch? Englisch? Schade. Na dann. How to play. Interact, double click, open inventory, okay. Has the hotspots. Alles klar. Neues Game. Boswater. Western Vespuccia. The Town of Boswater. 1850. Quiet. Oldie man. Hallo, mir extend warmest of welcome behalf of the Rosewater and its inhabitants. Folks call me Gem and who do Hardy Jester, the land, make a might assist with so schnell kann ich das nicht vorlesen. I don't. Ah, right. Well, what brings you firms? Okay, I'm here for a job. It's none of your business. Super, erstmal zutraulich und sagen, I'm here for a job. Miss, and I'm here about a job. Playing on sticking around. Hmm? Say, what line of working are you in? Writing of the Rosewater Post, I must know. So, no hand reporter. No, I am a white. Well, the digital some run across. Then we. This is. Leute, zu langsam. Es ist zu schnell für jemanden, der hier nicht. Native Speaker ist, der das nicht von. Das kann ich so nicht, nicht vorlesen. Lasst mir ein bisschen Zeit. Oha, ein Dieb. Say, I have just remembered another. This whole will come out of I have meant. Okay. Wait, alright, enough of that. Look, I was no draw girl. Okay. But I at least have some points. What? Don't pick your mark in boots. Especially not in Norman's doorstep. Go and beat it. Don't let me catch you trying anything again. Or I really will give you something to cry. Nowhere in the Archer System published. Haben Sheriff? Da können wir irgendwie mal Text Speed irgendwie mal drunter. Können wir scheinbar nicht. Es ist wirklich hart zu lesen. Wen haben wir denn hier? Sheriff's Büro. So, they do have the law here. In theory at least. Aber man sollte nicht direkt vom Sheriff's Gebäude klauen. End of the line until they connect it up from the coast anyway. Okay, können wir hier rein? Nicht. Können wir beim Sheriff klopfen und uns vorstellen? In neuner Stadt. Howdy, Stranger. Fresh off the train? Yes, so. Come on in then. Let's have. Irgendwas. I'm Sheriff Campbell. Gamble. Pleasure just passing through. I'm here about the job. Well, no, that's refreshing. Who was what this day?
Staying long. How are you finding Oton? The vacuum committee leaves a lot to be desired. I can't say much for the vacuum committee. Beg pardon. I wasn't in your tone, but minutes I was crossed by the shoot tank. Lucky starts to jam to stop with the tone greeter Malarkey. But I've been too soft. Lock up, gets head on straight. Trust me, say it's outlawing, was auch immer. Kann so schnell nicht lesen. Miss Ledger. Welcome to Rosewater. Wenn wir in Gefahr geraten, können wir mit ihm reden. Hey Sheriff, what can you do for you, lady? Just how long have you been Sheriff here anyway? Oh, a couple of years. Like most anyone came, what's with that? Oh, 48 ist er hier gekommen. Durch die Hügel. Roman has a more stable career. Okay. Mind your position, I've been supposed that too, but still. Thanks for the chat, Sheriff. Come back anytime. Können wir uns hier umgucken? Look at. I would have figured. Sheriff for Naturalists. Hey, Sheriff. Yes, ma'am. Fancy yourself a lepidotist. Display from a wake passing through. But I like when the sun shines on their wings, just so real. Okay. Hat's einfach schön an der Wand hängen. A lawman with a license. Guess Rosewater isn't uncivilized after all. Hey Sheriff, what's on your mind? Does this license mean you went to Sheriff? What means officially elected to position by people of this town? The paper is really just irgendwas. Minor confiscates items to be placed in the box below. A plain leather bag wonders what. So müsst ihr einmal anklicken, um es zu lesen. What's inside? Hey Sheriff, yes ma'am, what's in the bag? Oh, that's a set of lockpicks I confiscated from the thief. Looks like pretty wolf sword. Yes ma'am, this fellow is still at large indeed, but I recall that. Schnell kann ich nicht lesen. Kanönchen. Impressive collection. Hey Sheriff, what's on your mind? What's the story with these guns? Oha. These are standard issue reporters, pretty. Thankfully, any of this line of duty. Wir hätten auch keine von denen benutzen müssen. Und dies. Okay. Eine Dekoration. Hausschuh. Wenn du ask. Steht nochmal auf für uns. My grandpappy told me a story about Blacksmith who was visited by the devil. Devil asked by the smith to make him a horse or a shoe
So, und von so Bags mit to the Red Hood, Not Horseshoe, Nailed to Straight und to Zeus. The Devil rolled out in pain. He begged the blacksmith to take it off. The smith agreed, but one condition. The devil must always respect the horseshoe and never enter any place where one hung above. For story. Okay, ein Schmied hat den Teufel mal ein Hufeisen an Fuß hier an den Huf genagelt. Das hat ihm so weh getan, dass er gebeten hat, den Huf abzunehmen. Und der Schmied hat gesagt, nur unter einer Bedingung, dass du zukünftig akzeptierst, dass über jeder Tür, wo ein Hufeisen dran hängt, dass du da nicht reingehst. Dass das dann meidest, das Zeichen. Not a bad view. Those are some stone looking. Die Zelle. Doesn't look very comfy, but then I guess this is the point. Hey Sheriff. Yes, ma'am. Does this cell see much use? Not really, but that's fine. Ist das klingt besser und besser. Okay, dann wollen wir mal wieder raus. Haben wir uns genug umgeguckt. Okay, können wir weiter ins Innere der Stadt. Okay, hier mal ein Doktor. Hier haben wir die Tür. Blacksmith. Looks to the open This padlock's not going anywhere and without encouragement. Soft drink creates sugar for the Nothing inside but colony of owls. Okay, der Doktor hat er geöffnet. Eine Bank haben wir auch. Local Sawbones. This is where all the sharp knives and strong ducks will be kept. Wir klopfen mal an und gehen rein. Oh, hello there. Don't think I've seen Mr. Wife in town name. And you. Sekwik, at your service, willkommen zu Großrotter und nochmal. Anything in particular ailing you? Got anything to bring that's hot out here? I've got this blister on my foot. Nah, I'm just looking around. I could use some cool to drink. It's hot. Place and I am this close to having gone up. Do you want to visit the Jack of Diamonds at the end of the year? My stock doesn't offer much in the way of refreshment, I'm afraid. Won't accept to the doctor present. Okay, drunk in moderation can be perfectly helpful to this first. I'd recommend it over water. Okay, der sucht uns jetzt was raus, oder wie? That's impressive clean. Clean lands is next to good lands. I'd say a good thief starts with good clean. Schau mal sich rum. Quite a variety of potions and tonics. That's only small part of the natural might available to us. If only we knew your secrets, there is so much to be discovered. Medical College of Wicks. Central, okay. University of No Britannia. But then, yeah. Imagine you get your hands pretty dirty in this. It's for cleaning before, not after.
I am a follower of the modern European theories, positing to the form of my culture. Puh. Well, that's just disgusting. Not disgusting, it's fascinating. I will teach his own. Okay, eine Aufzeichnung des Menschen. Hey Doc, is that mess of noodles really what human body is supposed that one bought of? Hey Doc, is that John? How's business? What a question. I'm a physician, Miss Ledger knows some. I didn't mean to imply you were everywhere. I'm sure you didn't. Not many patients of late, but that's physician's dilemma. Is it not? We are taught in a tones for carefully. Ja, ein Arzt freut sich natürlich auch, wenn er wenig Kundschaft hat. Das heißt, dass die Leute gesund sind. Das ist natürlich schlecht für ihn, dass er keine Kundschaft kriegt, aber er braucht irgendwie auch Geld, aber ja, ist auch gut, wenn es nicht so viele kranke Leute gibt. What can you tell me about Rosewater? Oh, well, it's a fine tone. You don't sound... I'm sure that you see fit to me straight, Doc. I want to know your thoughts on this place. I was with one of my patients, I would say progress is not. Science hangers on keep place crisping for breath, but I fear they only und so weiter. Later. Wir gucken uns noch den Rest der Stadt an. Es ist bestimmt noch was zu sehen. Post and Publishing. Müssen wir wahrscheinlich hin, weil es unsere Arbeitsstelle ist. Ich gehe erstmal zum Salon. Schau mich da mal um. Neben dem Salon werden Särge gemacht, so muss das. Food delivery for the lazy. No, that's mighty tempting. Warning, use caution when operation dump later. Stay out of range of the swinging door. Nichts drin. Okay, hier haben wir einen Pianospieler. Been piano hasn't been tuned since the Deviant Administration. She's making the best of it too. The local population is getting short. Okay, komm hinauf, muss einen Drink besorgen. Nothing upstairs but a bunch of empty. Ich hätte gern Drink. Wo krieg ich einen Drink her? Schade, kein Drink. Kann man nicht oben nach einem Drink gucken? Oder ist hier unten die Bar? Eigentlich müsste hier unten ein Tresen sein. Tja, dann halt nicht. Hübsch. Hier werden Särge hergestellt. Ab zur Rosewater Post. Angestellt, wie es ausschaut. Oha!
Da gibt's Trubel. Noch mit Enter der Office. Hello, can I help you with something? I'm here to see Miss Gunnifer about writing commission. Ah, yes, you must be Miss Lego. I believe you and Joan assess the matter already, yes? Yep, put the letter right here. May I see it, please? Okay, wir haben einen Brief im Inventar. Hier. Very good. Oh, and you can just call Joan by the first name. No formalities needed. Go up two stairs. Thank. What's your name? Henry Dixon. Please, likewise. Old saving. Mehr Briefe. You seem to be pretty active around here. I hope many. Okay. Die Cabinets better organized than I ever be. Maschine. Impressive piece of machinery. Schreibmaschine. Cozy. Okay, hoch hier. Hübsches offenes Fenster. Hello, Joan. I am Harley Ledger. Hello. Ah, yes, nice to finally put the face to the name. Please take whiskey. It's early for me, but thanks, Alder. Since I like that. However, have yet. Okay, stellt sich was ein. Say, have we met before? Something about you seems familiar. I don't believe so, no. Well, let's get down to the mid of a few going gentle family here. I'd like to know some life story, write a same biography, right question. Me, where I was born, raised in Britannia, go out, my very west, and saw your ads while I was there. Committed to Rosewater isn't as cosmopolitan as used, but hopefully you, und so weiter. Moment, stepped off the train. Speaking of which, you writing same head city myself. But your description of the stuffs in the piece was inspired, but what? I had to go back and settle my family. See how was religion business Eric. Oh no. My brother died a few years ago. I just hadn't chance to make it. But thankful I wasn't in town. It was a national tragedy, of course. But you know I can't help remembering the week of copies than as before the science. Isn't that? But enough about that, let's get back to here. I loved your sample like you as well. So I'm going to head for your commission. After that we can talk about more regular writing. Fantastic. So what's my segment? Scratching, maybe hiding spoons. Oh no, nothing like that. I want you to interview gentleman Jack Ackerman. Ooh, the other one. Have you been living
Diese True Western Legend, der we have all real opportunity starlight and light in the rain, but maybe not quite probably so puff finds good to what sort of look good to frontier hero in a real frontier town. Where can I find him? He's taking rooms in Jack of Diamonds, but just down street and just, you know, might be a while. Could talk to strategy about become those typewriter in the office. Only write longhand, but I'd certainly be grateful to write longhand. No, I just christen. Oh, ich kann so schnell wirklich nicht lesen. Auf Deutsch vielleicht. Auch da könnte es gerne ein bisschen langsamer sein. Okay. So, who was the man that went out the window? Not another writer. Oh God, no. You are the only one. Don't worry about him. He's just rubber Mouser with an X to put journalist integrity. Most people stick to write letters to the editor. I tried to calm him down, but didn't go that way. I see. The Expo? The Rosewater Post Expo at the Expo was only the biggest news story of the year. I have still got copies of the article here. Okay. Can you keep this? Frame it if you like. Right, you are. Wait a minute. What? It just came to me, I know why you look familiar. Your spirit fire, yeah. I guess it's been no time. 32 at Wesley Holt. You took all the boots twice your size. Oh, what's David? I appreciate the kind words, but it's fresh, pretty damn inspiration. Okay. See you later. Ist kommen Johnny. I hope fixing that window wouldn't be too expensive. I may just leave it for a while. I'm enjoying the breeze. It's quite a stick. A memento from my grandfather back in. Comes from Henry. Okay. This is the first edition of Rosewater Post. Hey, Marsh. 30, 1845. One of the best days of my life. Okay. Fascinating device. Isn't it just to think the message? Okay. Telegraphenmaschine oder? Spitfire Harry, writing for my paper. No, don't. Just. Okay. Dann gehen wir mal. In der Bar war das wohl der. Oha. The meeting satisfactory, ma'am. Right, so did you find any of those butterscotch
Spread no only tough, but it is placed on smallest of pleasures. Shall we? Okay, der reißt gerade eine feine Dame ab. Die Straße ist gut für Schießereien, für Duelle. Neben dem Salon. Und wen haben wir denn hier? Excuse me, kid, I need to get upstairs. I'm really sorry, miss, but upstairs is off limits to the public right now. I'm the public, I'm here to behalf of most of the posts. Did you make an appointment? No, I just got a segment. Okay, look. Jake's upstairs getting ready for his show. It starts in less than 1 hour. Why did you go to him by and watch? Just need an interview from him for a newspaper article. Well, no, that's perfect. If you are going to write about him, you should give him this here. Trust me, it's real. Okay, können wir wohl nicht lang. Im Inventar mal nichts, was war. Den Brief mal zeigen. Then keep your things, Miss, not interesting. Okay, wir müssen mal unseren Chef fragen, ob wir vielleicht mal eine Erlaubnis kriegen. Oh, was haben wir hier? Gentleman Jake Wild West. Die müssen wir doch hin. Okay, oh hey, what's party? What's going here? I'm not sure, yeah. Nope, it was personal, my brother, they just doing best to get. Is your brother? Old friend number one. I picked the wrong mark, but I can let it go. With weight of good gifters. That's your flesh and blood. Brought us back. Point. Drop it, I'm trying to leave the job here. Wait a minute. You can't just go in there with auto. Without a ticket, okay. Von Tickets. Alles klar. Chefchen, ich brauche Tickets. Good to see you again. Dann mit ihm reden. What do you need? I don't want to seem ungrateful, but I couldn't write something else. The current assignment isn't the most greatly satisfying. I wish everything I published could be greatly satisfying. Greatly isn't important. Just getting a assignment done and next one more you liking. Okay. Können wir keine Erlaubnis kriegen, dass wir da hin können, oder? Okay, können wir uns natürlich ausdenken. Über die Lustness, wenn du die Metal First Mist.
Künstler, wie die meisten Zeitungsverlage machen, uns einfach Interviews ausdenken mit irgendwelchen Leuten. So, kriegen wir den Tickets für die Show. Hier nicht. Wir können mal den Sheriff fragen. Vielleicht weiß der mehr. Die Leute, geil. Fernfenster Fenster und Hausrolle Post. Ist das weit, wo was? Never saw him before. Looks new Spanish. He is no months involved. But he was go when I came back. Also must. So that I need to have some words with him. Okay, gibt's nichts Neues? Vielleicht kann uns der Doktor helfen. Doktor war noch nicht. Oha. Da passiert was. So, you've got a new patient since indeed. At nasty for Rosewater Post, second floor. Aha, ja. He doesn't look half bad at all things. Oh, he was lucky here. No one said on should be right. Hey, can you hear me? Boom. I wouldn't try walking to him. I gave him most narcotic and pain. Hey, Doc. What is for the prospects? Nothing broken. There isn't any reason he shouldn't be up and it would have been a different story if the Lord smiled upon him today. Too bad the Lord didn't smile before he went out. Yeah. Okay. If things are bad, why not big? No, something is wrong with patients. There are many and grave. Okay. Wir wissen mehr jetzt von ihm. So ein Arzt ist. Joa, hier kommen wir jetzt irgendwie auch nicht weiter. Nun noch mal zum Sheriff zurück, die noch berichten. Können wir nicht. Okay. Na dann, vielleicht beim Salon. Gut, ich komme wirklich nicht weiter. Und mit Jay's Show bis dann soon. Gut, na dann.
würde ich mal sagen, wenn ich das hier an dieser Stelle. Haben jetzt ein bisschen Großworte gespielt. Jo. Na dann. Der Text leider viel zu schnell, um ihn mitzulesen, aber ja. Hat was. Gut, na dann. Geht's jetzt, wie es dann gleich aussieht, ein bisschen der Zeit vorwärts. Zeit, Identitätssuche durch die Zeit. Das sieht ja hier wirklich sehr schön aus. Sieht hier ein bisschen 18. bis 19. Jahrhundert aus. Gut. Na dann, ich würde mal sagen, ich mache eine kurze Pause. Jetzt keine 5 Stunden, aber ich hole mir mal ein paar Getränke. Ich hole mir mal ein kaltes Getränk aus dem Kühlschrank. Und bin mal kurz auf Toilette. Also in 4-5 Minuten wieder da. Bis gleich.
Dann mal willkommen zurück. Wollte ich noch mal kurz. Das wollte ich noch mal zeigen. Ja, das gibt es natürlich, das gibt es auf der, man kann sowohl in der Indie Arena hier direkt rumlaufen, die Stände dort angucken und dann dort die, sich dort die, bei den Ständen Sachen finden. Aber es gibt ja auch eine Liste mit Games und Modi ist dann angesprochen, hier kann man auch Sachen finden, die man hier, wenn hier drauf gucken, kann man sagen, sieht interessant aus und dann gibt es hier auch noch die Links zu Steam oder so oder gerade eben nicht. Wie Stay Behind, das hat Modi noch, weil ich gestern eher Nein zugesagt. Mein Trailer fand ich nicht so ganz prickelnd. Ja. We Stay Behind. Ja, ich weiß nicht. The Past of Wind haben wir gestern gespielt. Anders haben es das Playground. Gäbe es eine Demo? Ja. Gut, zu viel dazu. What's the bad? So, ich würde mal sagen, wir spielen jetzt noch Siberia. The World Before die Demo. Und dann machen wir mal Schluss für den Mittagsstream jetzt hier. Dann werde ich mal Mittag machen. Werde ich mal Essen besorgen. Werde ich mir was Geiles zu trinken besorgt. Langsam Kohldampf, deswegen werde ich dann mal Schluss machen und na, was zum Mittag besorgen. Dann sehen wir uns schon 18:30 wieder. Wenn wir dann in die Arena weiter uns umgucken. Das Übliche, in die Arena gucken, das Gebiet erkunden und danach Demos, die wir noch übrig haben. Oder neue, die wir noch gefunden haben. So, na dann. Starten wir rein ins Spiel. Spielen wir Siberia. The World Before. Das sah ja schon ziemlich gut aus. Metroids Studio Paris Collapse Quadaps. Die Spielspeicherspielstände automatisch bestellen komplett nicht aus. Yep. Maschinen sind den Gamma-Regler, soweit das bis linke du kaum noch zu sehen ist. So dann wohl. Gut, na dann, willkommen zu Let's Test Siberia. In the World Before. Oha. Wir haben auch schon die Hauptkarte, wie es ausschaut. Optionen. Siberia kommt mir irgendwie bekannt vor, denn das sagt mir irgendwas. Ich sehe da gerade zuvor.
Ist das eine Spielereihe? Die ich kennen sollte. Sprache bestimmt Deutsch, ja, sehr schön. Die Sprache Deutsch, also auf Deutsch. Vollbildschirm. Wir wollen hier Auflösung. Jede Probe sehen. Ja, wird sowieso nichts im Stream. Nach dem Hinweis ziehen und Tutorial. Ja, wieder mal zuvor. Videos und sie ja, okay. Das ist eine Spielereihe. You are aware of the business that brings me here. My name is Kate, Kate Walker. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. There is an heir, Miss Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Siberia. Allow me to introduce myself. I am model XC2000. My common name is Oscar. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted update. I wanted results. Kate, please! Olivia, tell me what's going on. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Walker? And you know what surprises me the most? I don't miss it. Schätzt noch einen anderen Teil. Das wäre 2, okay. Das ist eine Reihe. Kate Walker. Nee, es gibt zumindest 2 Teile von mir. What news have you got? Kate Walker's gone. Far away. Into another world. Okay. It was really a beautiful voyage. Now it is time to say goodbye. Oscar! Der Soundtrack klang gerade ein bisschen wie König der Löwen. Ein bisschen. She ain't gonna be coming back. Ein bisschen. Three months ago, nomads found her dying in northern Siberia. Was heißt klingt super. Klingt schön. Walker, Kate Walker. She is very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. Sieht ja sehr spannend aus. We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. Doctor! It's a long journey, a very special journey. Sehr viel Spielspaß aus. Okay, Walker scheint hier irgendwie gut zu sein. Okay, Kate wird vom Militär gejagt. Und hier sind wir. Na dann, starten wir ein neues Spiel. Frühling 1937, eine junge Frau läuft durch die Straßen von Wacken, die Hauptstadt eines kleinen Staates in Mitteleuropa. Ihr Name ist Dana Rose und sie muss persönlich um ein sehr wichtiges Ereignis. Sie muss persönlich zu einem sehr wichtigen Ereignis sein. In liebevollen Gedanken an Benoit. Sukal. Benoit, wahrscheinlich. Eine wundervolle kleine Stadt. Mikroiz besetzt.
sieht jetzt fantastisch aus hier. Game bei Benoit Zucker. Jetzt schon Fan von dieser Grafik. Wenn das Spiel nur. Wenn das nur Cutscene ist und das Gameplay nur halb so gut aussieht. Fantastisch. 12 von 10. Also Grafik. Ich liebe es. Verkennen, die Hauptstadt von Ostertal. Früher 1937. Okay. Wir können uns bewegen. Ich muss mich beeilen. Frau Beckmann sagte, sie wartet auf dem Platz am Ende der Hauptstraße auf mich. Okay. Wir sollten sprechen. Angucken können wir nichts. Schauen können wir. Heute ist der Herrn Baumgartners Bäckerei. Normalerweise liebe ich sein Gebäck, wie jeder an der Akademie. Aber heute bin ich viel zu nervös für Strudel. Viel Erfolg. Schatten sind hier ziemlich heftig. Marktplatz erreichen. Die Schatten noch irgendwie. Beziehungsqualität ist ultra. Wollen wir die weniger machen, ist das, sieht das dann als weniger Schatten oder sieht das dann nur schlechter aus? Oh, es sieht sogar besser aus. Finde ich. Ein bisschen. Bisschen entspannt aus und die Schatten jetzt nicht ultra HD Auflösung. Das ist uns da. Ja, dafür sind es der Schatten. Okay, wo müssen wir mal lang? Mein Kaffee. Sieht ja alles so großartig aus. Wow, ich weiß nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Hier vielleicht. Offenbar sind alle eilig aufgebrochen. Oh mein Gott, sie warten wohl alle auf dem Platz auf mich. Oha. Was ist los, dass alle auf sie warten? Ist sie hier prominent oder was? Offenbar sind alle eilig aufgebrochen. Oh mein Gott, sie warten wohl alle auf dem Platz auf mich. Ja. Ich wüsste nicht wieso, aber. Im Verlauf Ihres Abenteuers erhalten Sie gelegentlich Nebenziele. Sie müssen diese Ziele nicht erfüllen. Tun Sie es jedoch, führen Sie zu interessanten Zusatzinhalten und Hintergrundinformationen. Achtung, aktive Nebenziele werden gestrichen, wenn Sie dem Handlungsverlauf weiterfolgen, ohne sie zu erfüllen. Passen Sie also auf und zögern Sie nicht, auch abseits der ausgetretenen Pfade nachzuforschen. Ich weiß, ich habe The Witcher gespielt und erfolgreich so ziemlich alle Nebenquests ignoriert. Gar nicht so schlecht. Aber ob Papa das in seinem Laden verkaufen würde? Geht doch untersuchen. Ich denke, wir müssen hier auf den Marktplatz aufs Zentrum zu. Hm.
Damit können wir uns noch umschauen. Was willst du hier? Hau ab! Was sind denn die bitte? Die Nationalsozialistische Partei von Ostertal. Ach du Scheiße. Ich glaube, das sind die, die Papa braune Schatten nennt. Laut ihm sind sie nichts als Halbstarke in Uniform. Ah, zensiert. Ich verstehe schon. Verstehe das Logo. Wolfenstein lässt grüßen. Die Binden sind auch einer relativ eindeutig. Die Farbgebung auch. Muss man glaube ich nicht sagen. Schau, das muss sie sein. Gute Güte. Und was machen wir jetzt hier? Wozu sind wir hier? Ja, Sidequest haben wir jetzt weggelassen. Was geschieht hier jetzt? Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fräulein Rose, da sind Sie ja. Sie sind genau pünktlich. Danke, Frau Beckmann. Was? Ich würde gerne mal die Untertitel ausstellen. Wenn das geht. Turiazine. Untertitel aus. Sehr schön. Soll ich sagen, ich habe nichts anderes von Ihnen erwartet. Dürfte ich Ihren Aufnahmebescheid haben? Danke, Fräulein Rose. Also, denken Sie daran. Beim jährlichen Frühjahrskonzert aufzutreten ist eine große Ehre und eine Belohnung für die beste Studentin der Musikakademie. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich als würdig erweisen. Gebe mein Bestes, Frau Beckmann. Das Klavier steht bereit. Dieser Moment gehört Ihnen da nach Hause. Wir sind Klavierspielerin. Wenn es der Menge was vorspielen. Ich hoffe, wir müssen nicht selber spielen. Ich befürchte es aber. Sie können die Ausrichtung der Kamera ändern, indem Sie die rechte Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen. Klavier vorbereiten. Und für Steampunk Maschinerie. Alles wird gut. Alles wird gut, Dana. Du wirst keine Fehler machen und sie werden aus dem Turm herauskommen. Der wird aus dem Turm rauskommen. Ach du meine Güte, ich fang besser schnell an. Ich muss das Klavier zuerst aktivieren. An der Seite ist ein Mechanismus. Okay, Mechanismus an der Seite. So, dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie mit den gewählten Objekten etwas tun können. Den Satz, die Markierung und halten den linken Maus gedrückt, während Sie die Maus in die gewünschte Richtung bewegen. Okay. Alles ist bereit. Ich muss nur noch meine Noten herrichten und anfangen. Die Hymne spielen wir. Es
wird das ein ganz grausiges Ding. Ich hoffe, es ist eine hübsche Hymne. Fängt nicht so schlecht an. Okay. Hat es geklappt. Haben wir erfolgreich gespielt. Ein Start-Alarm. Die Gefängnis. Können in Ihrem Tagebuch Notizen über vergangene Ereignisse nachlesen. Über das Tagebuch haben Sie Zugriff auf Ihre Ziele und Dokumente in Ihrem Inventar. Drücken Sie das Symbol zum um es zu öffnen. Das Tagebuch-Symbol. Was für ein schönes Spiel haben wir hier. Ich glaube, in der Indie-Arena war das gar nicht. Ich habe gerade während der Cutscene mal gesucht, ob das in der Indie-Arena zu finden ist, können wir gleich nochmal suchen. Aber auf Steam habe ich das gefunden, das war auf Steam unter der Gamescom-Sache mit drin. Ich glaube,
zur Indie-Arena zählt das gar nicht mehr dazu. Gott, noch ein Tag Schwerstarbeit. Was machst du jetzt bloß, Kate? Himmel, ich kann nicht glauben, dass es schon fast ein Jahr her ist, dass die Miliz mich hierher gebracht hat. Muss hier raus, muss weg. Wohin auch immer. Aber wie? Keine Nachrichten von draußen, nichts. Weiß überhaupt jemand von mir? Herrgott, irgendwer muss doch nach mir suchen, oder nicht? Irgendwer? Mit Tatjuscha reden. Gibt's doch ein Lied. Abschnitt 3, Zell Nummer 31, Insassen Katyusha, Spirit Donova und Kate Walker. Sektionsleiter Simona Kalinina. Verhaltensregeln. Erstens, die dem Team zugewiesene Farbe muss stets sichtbar getragen werden, sowohl außerhalb der Zellen als auch darin. Jede Zuwiderungshandlung ist, wird bestraft. Zweitens, die Salzabbauquote muss jeden Tag erfüllt werden. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Drittens, Funde von Elfenbein und oder patriotischen Relikten muss sofort einem Betriebsangehörigen gemeldet werden. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Viertens, sie müssen den Leiter ihres Abschnitts sowie sämtliche Betriebsangehörigen respektieren und ihnen gehorchen. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Fünftens, Essen und Ruhepausen sind Privilegien. Okay. Sie haben keinen Anrecht darauf. Jeder Missbrauch dieser Privilegien wird als Zuwiderhandlung betrachtet. Jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Sechstens, jede Zelle enthält das Privileg von 5 Litern Wasser am Tag. Jeder Missbrauch dieses Privilegs wird als Zuwiderhandlung betrachtet, jede Zuwiderhandlung wird bestraft. Ah ja, das Ganze auf Russisch. Ein Klo. Wir haben noch einen Zettel auf dem Schrank. In der Tiefe sibirischer Erze bewahrt Geduld, seid stolz und klug. Euer Werk, das Schicksalsschwere, wird erwachen im Gedankenflug. Das unglückstreu ergebene Schwester. Die Hoffnung weckt im finsteren Schacht den Mut, der die Fröhlichkeit bis letztlich lang ersehnte Zeit erwacht. Die Liebe und die Freundschaft dringen, obwohl ihr eingekerrt seid, zu eurer schweren Zwangsarbeit. Und jetzt nur mit meiner freie Stimme. Die Kette, die den Fuß beschwert, wird brechen wie des Kerkers Schranken. Freiheit euch am Tor empfangen und Brüder reichen euch das Schwert. Alexander Puschkin. Okay. Können wir mit ihr reden? Gut geschlafen? Wie ein Bär. Ja, habe ich gehört. Mach dich fertig, Katyusha. Ich fühle mich, als wäre ein Panzer über mich drüber gefahren. Alles gut? Klar. 12 Stunden am Tag im Salzbergwerk graben, in der Hoffnung, ein Stück Elfenbein zu finden. Könnte nicht besser gehen. Lass dich nicht runterziehen. Vielleicht bin ich dumm, Kate. Vielleicht hatte meine Familie recht. Wenn ich wie eine brave kleine Bäuerin die Füße stillgehalten hätte, anstatt eine Punkband gegen das Establishment zu gründen, wäre ich jetzt nicht hier. Aber ich bin froh, dass ich dich habe. Hey, Katyusha, wir kommen hier raus, okay? Sicher doch, wenn du das sagst. Mhm.
Heute ist der Tag, an dem wir Stollen C von Team Orange übernehmen sollen, oder? Hör bloß auf. Da soll's echt hart sein. Isoliert und ohne Rettungsteam in der Nähe. Das ist völlig irre, weil der Stollen total einsturzgefährdet ist. Erfahren wir einiges über deren Schicksal. Wir sollten uns aufmachen, Katjuscha. Ich meine, was, wenn die Wache uns beim Rumtrödeln erwischt? Wo wir doch bereit sein sollten. Wer? Simona? Sie ist keine Heilige, aber auch nicht die Schlimmste hier. Stimmt. Keine Sorge, ich bin gleich fertig. Ich will mich nur so lange wie möglich ausruhen. Komm schon, Katjuscha. Mach dich bereit. Klar, okay. Noch 5 Minuten, mehr nicht. Da? Da. Alles klar. Die Arbeit bereit machen. Frisch machen. Vergiss bloß nicht deinen Glücksbringer. Ich hab dich noch nie ohne ihn gesehen. Alles, was mir geblieben ist. Objekte von jedem Blickwinkel aus zu untersuchen, gibt ihnen zu nützliche Informationen über deren Ursprung oder Zweck. Mit Rechtsklick wird das Objekt gedreht und der Cursor wird mit der Maus bewegt, um interessante Bereiche auszuwählen. Okay. Darin sind alle Daten von Oscar enthalten. Ich hatte das Glück, es dem Soldaten entwenden zu können, der es von der Grenze zwischen Baranur und Jakastan mitgenommen hat. Ich muss nur einen passenden Körper dafür finden. Falls ich jemals hier rauskomme. Oscars Herz. Tagebuch. Inventar. Dann können wir hier noch. Bin froh, dass du hier bist. Bleiben wir zusammen, Katjuscha, okay? Team Blau! Hey, die Post ist da. Für dich, Amerikanska. Fünf Minuten, um es zu öffnen, bevor wir ausrücken, Amerikanska. Okay. Ein Vogel. Eine Spieluhr. Die gehört meiner Mutter. Ich habe damit gespielt, als ich noch klein war. Diese Melodie hat mich während meiner gesamten Kindheit begleitet. Ich erinnere mich, dass selbst meine Mutter nicht herausfinden konnte, wie sie heißt. Okay.
Ein Flugticket nach New York. Hat wohl jemand Illusionen, dass wir hier rauskommen. Olivia Foster, New York. Was kann sie mir nach unserem Streit, als ich mit Hans weggegangen bin, geschickt haben? Komisch. Was? August 23, 2003. Liebe Kate, wo immer du jetzt bist, ich hoffe, dass dieser Brief, auch wenn er traurige Neuigkeiten bringt, dich rechtzeitig erreicht, damit du Vorbereitungen treffen kannst, um nach New York zurückzukehren. Deine Mutter Sarah Walker ist letzte Nacht im Mount Sinai Hospital verstorben. Oha. Es ging ihr schon einige Monate nicht gut und ihr Tod war zweifellos eine Erlösung. Die Beerdigung findet nächste Woche Donnerstag statt. Wir haben die Zeremonie hinausgeschoben, damit du bei uns sein kannst. Ja, das wird schwierig. Wenn ich mich nicht irre, bedeutet deine Rückkehr in die Vereinigten Staaten, dass du riskierst, dich vor Gericht verantworten zu müssen. Manchmal ist es besser, seine Schulden bei der Gesellschaft zu bezahlen, anstatt für immer davor zu flüchten. Und lass doch nur einmal diese sinnlosen Abenteuerallüren sein. Sie haben dich bereits deine Freunde und deine Familie gekostet. Ich flehe dich an, Kate. Bitte, komm zurück und nimm von deiner Mutter Abschied. Ruf mich an, ja, damit wir deine Rückkehr zu den bestmöglichen Bedingungen organisieren können. Dann müssen wir erstmal aus dem Lager ausbrechen. Ich habe dir den Anhänger deiner Mutter beigelegt. Sie hat gesagt, dass du das Geheimnis seiner Melodie früher geliebt hast. Ich habe ihr versprochen, dass ich es dir schicke. Ruf mich an. Um unserer Freundschaft willen, was immer davon noch übrig ist. Olivia, 212-359-1519. Okay. Jetzt wechseln wir wieder zu. Gut gemacht, Dana, mein Liebes. Ich bin so stolz auf dein Konzert auf dem Platz bei der Musikakademie. Wir müssen einen hübschen Rahmen für dein Diplom finden. Danke, Mutter. Sobald du dein Studium an der Akademie nächstes Jahr abgeschlossen hast, solltest du deine Ausbildung am Konservatorium in Paris fortsetzen können. Nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. Dann, mein Schatz, wirst du eine große Konzertpianistin. Du machst uns so stolz, nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. So stolz. Ich will wirklich Konzertpianistin werden, aber der Gedanke, Papa, dich und unser Haus für das Konservatorium zu verlassen, macht mir nicht gerade Freude. Und vielleicht ist es keine so schlechte Idee, wenn du aus Wagen fortgehst. Die Zeiten sind momentan schwer für Leute wie uns. Ich mache mir immer noch Sorgen um deine Gesundheit. Zum Glück hat Herr Gustav sich bereit erklärt, dich diesen Sommer in der Berghütte aufzunehmen. Oh ja. Die Bergluft dort wird dir unglaublich gut tun, mein Liebes. Übrigens, hast du Herrn Gustav schon geschrieben, um dich zu bedanken? Oh, also ich war sehr beschäftigt damit, für das Konzert zu üben. Der Herr bietet dir eine Anstellung an, Dana. Ihm zu danken ist ja wohl das Mindeste. Ja, Mutter, ich mache es jetzt gleich. Dieser krasse Unterschied zwischen den beiden. Die eine im Knast, also Rebellin ist, die andere hier gerade die feinste Spitzenschülerin, die jetzt hier gerade die in die höchste Uni aufgenommen wird, die hier die höchste, die hier anerkanntes Reich von mir, also hier wirklich krassesten Unterschiede. Ich habe das Gefühl, die werden beiden noch irgendwie aufeinander treffen. Ich denke, du brauchst schon einen Federhalter, um diesen Brief zu schreiben. Das okay. Diplom, das mir Frau Beckmann nach meinem Konzert auf dem Musikplatz gegeben hat. Mama war so stolz. Wagen Musikakademie. Diplom verliehen an Dana Rose. Kategorie Klavier, dritter Jahrgang. Rektorin Karina
Beckmann, Dozent Edmund Krüger, Abschlussjahr 1937. Herr Gustav, mein zukünftiger Arbeitgeber. Dank dieser Ferienanstellung werde ich Papa helfen können, mir ein weiteres Jahr an der Musikakademie zu finanzieren. Fräulein Rose, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Bewerbung für die Sommerbeschäftigung auf meiner Berghütte erfolgreich war. Ihr Arbeitsverhältnis beginnt am Montag, den 5. Juli und endet am 31. August. Für diesen Zeitraum erwarten wir einen starken Besucherandrang. So empfangen wir etwa eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich bei uns auf eine Expedition im Orient vorbereiten. Ihre Hauptaufgaben bestehen darin, zu den Essenszeiten Mahlzeiten zu servieren und uns bei der täglichen Haushaltsführung zu unterstützen. Da Sie in Ihrem Lebenslauf schreiben, dass Sie an der Musikakademie studieren, möchte ich Sie ebenfalls bitten, an einigen Abenden Klavier zu spielen. Ich möchte außerdem hinzufügen, dass Sie während der gesamten Dauer Ihrer Beschäftigung zusätzlich zu Ihrem Gehalt freie Kost und Logis erhalten. In freundlicher Erwartung Ihrer Zusage wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Abschluss Ihres Schuljahres. Gustav Renner, Leiter der Berghütte Silberspiegel. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Brief von Herrn Zimmer. Lieber Anton, die Gemälde sind wohlbehalten eingetroffen. Angesichts ihrer hohen Qualität kann ich Ihnen zum günstigen Einkaufspreis nur gratulieren. Sie werden ganz sicher Abnehmer bei meiner amerikanischen Kunden finden. Und unsere kleine Investition wird sich bald auszahlen. Ich möchte mich bei Ihnen und bei der reizenden Lena auch für die Worte der Unterstützung bedanken, die Sie der Sendung beigefügt haben. Die Ärzte sind optimistisch und gehen davon aus, dass Miriam schon in diesem Sommer wieder auf die Beine kommt. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, dass eine so starke Frau mir die Ehre erweisen hat, mich zu heiraten. Ich verheimliche Ihnen jedoch nicht, dass wir beide sehr erschöpft sind. Trotz der Krankheitsgeschichte von Miriam hatte der Geburtshelfer diese Scharlatan zu einem günstigen Verlauf dieser unverhofften Schwangerschaft in Aussicht gestellt. Wir haben uns entschlossen, uns künftig nicht mehr einer erneuten Enttäuschung auszusetzen, auch wenn uns diese Entscheidung schwer gefallen ist. Es geht hier nicht um Miriams körperliche Gesundheit, sondern zugegebenermaßen um unser beider seelisches Wohlbefinden. Miriam und ich werden uns wohl darauf einstellen müssen, einsam älter zu werden, ohne Nachkommen. Sie werden sicherlich verstehen, mein guter Freund, dass wir uns jeden Tag den Gott werden lässt, die Frage stellen, ob wir hier in Ostertal gut aufgenommen sind, während der braune Schatten sich in unserer Stadt immer weiter ausbreitet. Miriam und ich wären jenseits des Atlantiks zweifellos in größerer Sicherheit, zumal ich mich dort, wie Sie wissen, auf ein solides berufliches Netzwerk stützen kann, sowie auf einige Freundschaften aus in der New Yorker Kunstszene. Wie dem auch sei, die Unterstützung, die Sie und Lena uns haben zukommen lassen, hat uns zutiefst berührt. Der erneute Beweis für das Vertrauen, das uns verbindet, war für uns ein Lichtblick in diesen düsteren Zeiten. Ich möchte mich erneut bei Ihnen beiden bedanken und verbleibe in tiefster Freundschaft. Adam oder Adam. Thank you.
Okay, die stecke ich besser weg, bevor ich sie verliere. Ich bin mir sicher, ich kenne das Stück mittlerweile. Die Hymne von Wagen. Mein Lieblingsstück. Okay. Steck weg. Oder auch nicht. Und wieder Cue, mir einen Brief zu schreiben. Hübsche Rahmen. Eng gemähte. Ich nehme ja nur einen Stift, um den Brief zu schreiben. Die Gemälde, die der Papa für die Kunden malt. Dana, Schätzchen, ich bin gerade beschäftigt. Okay. Papa, könnte dein Stift hier irgendwo sein? Gut möglich, nehme ich an. Ah, ein Stift. Papa ist so unordentlich. Automaten von Vorarlberg. Diese Maschinen sind unglaublich. Manufaktur Vorarlberg. Automatenfabrik, hergestellt in Frankreich. Sie sind glücklicher Besitzer eines Automaten von Vorarlberg. Dann genießen Sie lebenslange Garantie. Mit Fragen zu Ersatzreparaturen und Rückerstattung kontaktieren Sie bitte uns über die Adresse auf dem Garantieschein. Wer sind wir? Die in der französischen Alpen in Valladolid gelegene Manufaktur Vorarlberg bietet Präzisionsmechanik der Spitzenklasse. Die Automaten unserer neuesten Generation erfreuen sich in ganz Europa großer Beliebtheit, denn sie stehen ebenso für Qualität unserer Arbeit wie für die Wertschätzung gegenüber unseren Kunden. Wir geben jedem unserer Produkte einen einzigartigen Schliff und verleihen ihm so einen unverkennbaren Charakter. Wagen und wir sind nicht nur stolz auf unsere Kundennähe, sondern unterhalten auch zu Wagen und seiner Bevölkerung eine ganz besondere Beziehung. Unser Chefingenieur Hans Vorarlberg hat auf einer seine Reisen ein verwüstetes, von einem schrecklichen Großbrand heimgesuchten Wagen kennengelernt. Dieser Anblick hat ihn zutiefst bewegt und dazu veranlasst, mit seiner Manufaktur einen Beitrag zum Wiederaufbau und zur Modernisierung der Stadt zu leisten. So konnte Wagen seine ewige Schönheit wieder erlangen und dank unserer allerneuesten Automaten Einzug in das moderne Zeitalter halten. Das war alles sehr interessant zu lesen, aber ich sollte jetzt den Brief fertig schreiben, sonst wird Mama sauer. Machen wir, bevor wir hier verlassen. Klicken. Hübsches Bild. Vergiss nicht, Herrn Gustav gegenüber sehr höflich zu sein. Ja, Mami. Ja, Mutter. Gustavs Brief beantworten. Für mich Herr Renner, Freund, lieber Herr Gustav. Sehr geehrter Herr Renner, ich möchte Ihnen dafür danken, Verpisst euch, ihr dreckigen Baggeraner! Nein, nicht Dana, es ist zu gefährlich! Meine Güte! Oha. Was in aller Welt! Fenster auf den Stein eingeworfen. Dana, liebes, nein, gib mir das, bitte.
Oh, meine Güte. Was steht da, Vater? Nichts, Dana. Außer Boshaftigkeit. Werden Sie uns jemals in Frieden lassen? Komm schon, Lena, meine Liebe. Hey, komm schon. Sieh mich an. Lass dich davon nicht runterziehen. Hä? Sonst landen wir am Ende noch in Paris. Bei Dana. Ist das was Schlimmes? Die Dreckschweine. Warum sollte jemand so etwas tun? Warum lassen sie es an uns aus? Ohne Grund. Dreckschweine haben die Scheibe eingeworfen. Lena, bitte. Beruhig dich, Schatz. Alles wird gut. Droh schreiben. Verpisst euch, die dreckigen. Was für Dinge? Verpisst euch, ihr dreckigen Vagaraner. Entsetzlich. Okay. Vagerana, okay. Hier ist eine Tiger. Salzbergwerk. Kate, komm schon. Wir müssen jetzt an die Arbeit. Kate, bitte. Sie verprügeln dich, wenn Simona dich so findet. Kate, lass es. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Jetzt komm zur Arbeit, sonst bringen sie uns noch um. Gut so. Ich fange jetzt an zu arbeiten. Du schiebst den Karren näher und gräbst neben mir, okay? Es tut mir leid, Liebes. Aber wir haben die ganze Nacht zum Weinen. Okay. An die Arbeit. Der Wagen muss näher ran. Welcher Wagen? Dieser Wagen. Die Stimme im Kopf. Steckt fest. Angezogene Bremsen. Ha, welche Überraschung. Verrostet alles. Niemand hat ihre Halle gehalten.
Endlich war ich da. Naja, gut, saß im Knast. Mit diesem Arbeiter, ne? Arbeitsleiter hier. Du hast die Beerdigung verpasst. Du hast dich nicht verabschiedet. Ach, wir sind nicht zur Beerdigung gekommen. Scheiße. Die ist vorbei. Ja gut. Es war ja weniger freiwillig. Sie ist allein gestorben. Sie hat nach dir gefragt. Den Brief hat sie wahrscheinlich auch zu spät bekommen. Du warst nicht da. Sie hatte Angst. Schlimmer. Du hast dir das Herz gebrochen. Du hast sie im Stich gelassen. Sie hat auf dem Sterbebett nach dem. Pardon, nicht aufgepasst. Hey, schau! Fluchtweg freigebuddelt. Komm, sehen wir uns das an. Das könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Sehen wir uns das an. Älter Zug verloren. Oh mein Gott! Scheint ein bisschen Licht auf uns. Man sieht, dass sie eine blaue Haare hat. Hielt ich bisher für schwarz. Ich versuche besser etwas anderes. Sieht noch recht stark aus. Vielleicht holen wir uns eine Spitzhacke und damit die Tür aufsprengen. Das Motorrad ist wohl nicht mehr in Betrieb. Wo sind sie hergekommen? Das muss etwas mit dem Zug zu tun haben. Wo sind sie hergekommen? Das hatten wir schon. Das muss etwas mit dem Zug zu tun haben. Das ist tief. Man sieht nicht mal den Boden. Ja, und es schneidet uns vom Tunnel auf der anderen Seite ab. Hier geht's nach draußen. Ich sehe das Licht am Ende. Wie kommen wir darüber? So leicht kann das hier gar nicht sein. Komm mit, ich habe eine Idee. Du wirst doch safe entdecken. Sie können die linke Maustaste gedrückt halten, um die Maus zu bewegen, um die direkte Kontrolle über den Charakter zu übernehmen. Dieser folgt dann automatisch der Richtung, die Sie mit dem Cursor zeigen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um damit dem Charakter der Cursor folgt. Das muss der Weg nach draußen sein. Dort am Ende des Tunnels.
kriegen wir das Motorrad wieder zum Laufen und können da einen Sprung hinüber machen. Wenn wir genug Tempo draufkriegen, sollten wir den Höhenunterschied am Rand des Abgrunds als Sprungrampe nutzen können, um zum Tunnel auf der anderen Seite zu gelangen und dann an die Oberfläche zu kommen. Wir können die Bahn rüberklettern. Wenn wir dieses Ding starten können, mach dir darüber keine Gedanken. Damals, als ich in der Band war, habe ich immer unseren alten Tourbus repariert. Okay, aber Moment mal. Zuerst will ich mir diese Leichen näher ansehen und vielleicht herauskriegen, was hier passiert ist. Okay. Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie gehörten den braunen Schatten an. Den Faschisten, die den Krieg auslösten, bevor sie Millionen von unschuldigen Menschen massakriert haben. Okay. Erschossen. In den Rücken. Können wir noch mehr raus hier? Voller Benzintank. Sie waren wohl auf dem Weg zum Tunnelausgang. Als wollten sie gerade rausfahren. Ihrer Position nachzuurteilen, waren sie in Eile. Ich dachte, uns das auch passiert. Wie ein Haufen Faschisten aus dem Zweiten Weltkrieg hierher kommen. Genau. Und wer sie versuchen, getötet hat, raus sie zu fahren, dann ankommen wollten. Eins ist sicher, wir müssen das Motorrad ausprobieren. Was meinst du damit? Willst du über den Abgrund springen? Ganz genau. Aber die Leichen haben keinen Schlüssel bei sich. Ich habe nachgesehen. Sie müssen im Zug sein. Geh du die Schlüssel suchen. Ich sehe mir mal den Motor an. Mach ich. Kommst du zurecht? Keine Sorge, Liebes. Ich bin sicher, die Hübsche hier und ich werden die besten Freundinnen. Na, dann tun wir mal. Durchsuch die Gegend, Kate. Ohne den verdammten Schlüssel kommen wir hier nicht weg. Dieser Wagen ist luxuriöser als die anderen. Gehörte vielleicht einem Würdenträger? Vielleicht finden wir da drin was in dem Wagen. Und du spielst in der Lok. Wenn Sie nicht weiterkommen, können Sie sich einen Hinweis anhören. Nehmen Sie den Fahrzeichenknopf drücken. Warten Sie, bis die Anzeige sich füllt und klicken Sie dann auf die Schaltfläche. Okay. Toll, noch eine Leiche. Welche hat die Leiche Schlüssel? Das muss der Schütze sein. Ja. Nichts Interessantes hier. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas davon gebrauchen kann. Suchen wir woanders. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas davon gebrauchen kann. Ein Brief. Abschiedsbrief des Offiziers. Mittwoch, 5. April 1944. Wenn Sie, wer auch immer Sie sind, diesen Brief lesen, bin ich schon längst nur noch ein Sack voller Knochen. Es ging nicht einen Tag im Land, an dem ich nicht alles tat, was in meiner Macht stand, um dem Vaterland treu zu sein und meine Pflicht im Namen unseres glorreichen Führers auszuführen. Ich hatte es nicht anders gewollt, wie es mir befohlen wurde, haben wir unsere Mission erfüllt und den Zug außer Reichweite unserer Feinde am vereinbarten Zufluchtsort gesichert. Aufgrund eines Erdrutsches wurden wir jedoch
kurz darauf vom Ausgangstunnel abgeschnitten. Wir sind dazu verdammt, für immer in diesem Zug zu verweilen, bis das Oberkommando eines Tages ein Geheimnis erneut offenlegt. Der Zwischenfall stellte sich jedoch als Glück im Unglück heraus, denn die Rote Armee näherte sich uns von der Ostfront und wir wären ohne das Unglück mit hoher Wahrscheinlichkeit gefangen genommen worden. Auf diese Weise ist unser Geheimnis zumindest sicher. Die Truppen haben alarmierend schnell ihre Moral verloren und um sie vor Verrat und Verehrung in einem Moment der Torheit zu bewahren, nahm ich die Bürde auf mich, sie alle zu erschießen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie in ihrer Verzweiflung versucht hätten, mit dem Motorrad zu entkommen, wodurch sie dem Feind direkt in die Arme gelaufen wären. Ohne Frage hätten sie dann im Austausch ihrer Freiheit die Position des Zuges preisgegeben. Ich habe die Zündschlüssel der Form halber versteckt. Mir bleibt nur noch zu tun, was mit mir meine Pflicht im Namen des Führers und unseres Heimatlandes vorschreibt, damit dieser Schatz versteckt bleibt, bis das Oberkommando dazu in der Lage ist, ihn sicher wiederzuholen. Hochachtungsvoll, Major Christian Sutter. Also hat dieser Offizier der braunen Schatten seine eigenen Männer erschossen. Und seltsam, diese hohle Form. Da muss etwas drin gewesen sein. Das ist vielleicht auch der Schlüssel zum Schlüssel. Das ist irgendwas, was wir da reinstellen Major können. Major Sütters letzter Drink, um sich Mut zu machen. Die Hand. Aha. Eine Platte. Das markante Symbol der faschistischen braunen Schatten. In vielen Ländern ist es verboten. Und das finde ich gut so. Und deswegen ist es auch hier zensiert. Und weil es in vielen Ländern verboten ist, ist es jetzt hier. Sehen wir es auch hier nicht, sondern ein Platz halt dafür. Major Sütters letzter Drink, um sich Mut zu machen? Ja. So. Und Entschlüssel. Einer der Schlüssel ist voller Blut. Das muss der für das Motorrad sein. Sehr schön. Dann haben wir ja alles. Schnell raus hier. Hab sie! Passt auf euren Rücken auf. Ich meine, der Nazi-Offizier ist tot, aber es gibt ja auch noch Knastleute, Knastwachen. Nicht, dass irgendwas Ähnliches passiert. Überlass das mir. Ich krieg sie schon zum Laufen. Wenn ich nur einen Kickstart hinkriege, kommen wir hier raus. Es wird aber laut. Das wird heilen hier. Kann ich etwas tun? Wir haben nicht viel Zeit. Nein, danke. Warum schaust du dich nicht um? Vielleicht ist im Zug irgendwas, das uns hilft, sobald wir hier raus sind. Okay, bin dran. Mhm. Der Schlüssel zum Wagen. Da kommen wir vielleicht rein mit. Hier, das braucht den Schlüssel. Den müssen wir jetzt haben.
keinen Lärm macht, der den Wachen auffüllt. Da ist der Motor des Motorrads. Und zu viel Lärm machen müssen wir hier. So schnell raus müssen. Kate! Dein Streitwagen wartet! Hey, was hast du? Heilige Scheiße! Nazi-Gold. Wow! Das ist ein Vermögen wert. Und wir können hier alles mitnehmen. Das können wir gut gebrauchen, wenn wir unterwegs sind, Süße. Na, wie? Dann nimm dir zumindest eins davon oder so. Ich mag gar nicht dran denken, was aus den Besitzern all dieser gestohlenen Gegenstände wurde. Das ist ja alles nicht, das ist alles geklaut hier. Ein Meisterwerk. Die braunen Schatten müssen es während des Zweiten Weltkriegs erbeutet haben. Oh, das haben wir schon gesehen. Jetzt wissen wir, woher das kommt. Das haben wir schon in den... Die Bilder kommen uns seltsam bekannt vor. Das muss unschätzbar wertvoll sein. Jetzt verstehe ich, warum die braunen Schatten den Zug so unbedingt verstecken wollten. Die Beute hier drin ist ein Vermögen wert. Ich ahne, von wem die Bilder sind. Zumindest die Gemälde, wo sie her sind. Oha. Oh mein Gott. Das musst du sehen. Aha. Ja, es ist ziemlich gut gemacht. Sie kennen die Farbe der Felswand dort gefällt mir. Ist es das, was dich fasziniert? Nein, Kate. Schau da. Es ist direkt vor deiner Nase. Wir sind aber schnell hier weg. Und die Wachen sollten uns ja mal... Offenbar ist es von 1937. Aber ich kann die Unterschrift nicht lesen. Cola... Koba oder so, aber was ist so faszinierend daran? Siehst du es nicht? Schau es dir genauer an. Ich sehe die Figur, die Dana, ich sehe es immer noch nicht. Schau noch mal hin. Das Mädchen. Sie sieht genauso aus wie du. Aha. Naja. Findest du wirklich, sie ähnelt mir? Komm, das ist doch echt unglaublich, oder? Wie auch immer, ich schlage vor, du steckst es weg. Wir müssen los. Nee, dann nimmt sie ein Stück mit und dann... Jetzt was wir schnappen können. Es ist unglaublich. Ich hoffe, wir haben hier nichts übersehen. Komm schon, Kate. Gib's zu, sie sieht dir ähnlich. Das muss ein Zeichen sein. Schön stehen bleiben, Mädels. Ich hab's befürchtet. Es war doch klar, wenn wir jetzt hier noch große Suche machen und so. Na gut. Ich hab doch schon am Anfang gesagt, uns passiert hier gleich Ähnliches. Aber werfen Sie doch mal einen Blick in den Zug. Er ist vollgestopft mit Schätzen. Wir können alle Stinkreiche rausgehen. Schauen Sie nur. Keine Bewegung. Das habe ich befürchtet, von Anfang an. Überrumpelt sie. Hören Sie mir zu, Simona. Sie waren immer gut zu uns. Warum können wir einander jetzt nicht helfen? Zusammen sind wir stärker. Zusammen? Und deine arrogante Attitüde vergessen? Wie heute Morgen mit dem Paket, was? Danke, aber nein, Amerikanska.
Ich behalte diesen Schatz lieber ganz für mich allein. Ich könnte raus aus diesem elenden Loch. Niemand würde bei der Fahrt erschossen werden. Wieder einen Meter weit kommen. Ich könnte sogar sagen, ihr habt versucht zu entkommen. Nur noch zwei weitere Leichen. Nicht mal eine Lüge wäre. Simona, nicht! Nehmt's nicht persönlich. Ich brauche eine Veränderung im Leben. Ich glaube, ihr versteht meinen Standpunkt. Tja. Spiel ist ab sofort erhältlich. Oha. Naja. Tolles Spiel. Ja. Die Reihe kenne ich nicht, also die Vorteile habe ich jetzt noch nicht, habe ich nicht gespielt, aber auf das Spiel. Das Spiel habe ich Bock, das ist. Ich bin interessiert. Sehr sogar. Das packe ich mir auf die Wunschliste und werde es bald mal spielen, vielleicht im Stream. Denkt, da bin ich dabei. Sonst bei dem Teil, was mit den Vorgängern ist, weiß ich nicht, vielleicht auch eines Tages. Das kommt sofort auf die Wunschliste. €39,99 für 40 Euro. Wenn es unter meinem Sale ist. Ja. Ich habe es bei Siberia. Siberia 2, Siberia 3. Siberia The World Before. Ah, okay, ist schon der vierte Teil der Reihe. Interessant. Entdeck jetzt erst. Ich werde nochmal kurz gucken. In der Indie Arena war das, glaube ich, nicht drin. Hier finde ich nichts mit dem Titel. Aber auf der Gamescom war das. Auf Steam. Das ist definitiv. Ein sehr großes Highlight. Es ist auch kein Indie-Game, wie es ausschaut. Das sieht nach einer Spielereihe aus, die schon etwas größer ist. Können wir mal beim Publisher reingucken. Das sieht auch nicht so aus, als wäre das hier. Als wäre das ein Indie-Studio. Sind hier einiges. Ich habe schon einiges auf dem Kasten. Siberia habe ich auch schon gehört. Also das kam ja schon. Das ist ein Ding. Der Name habe ich vom Hören sagen. Nichts ganz Unbekanntes. Habe ich schon mal gehört. Okay. Ist gewischlistet. Ich behalte es mal im Auge. Wenn es mal im Angebot ist, wenn es mal für billiger gibt, werde ich mir das mal. Muss ich mal irgendwann mal kaufen und spielen. Ja, für den Mittagsstream heute, der schon zum Nachmittagsstream mutiert ist, soll es jetzt mal gewesen sein. Heute Abend werden wir wahrscheinlich die drei hier noch spielen. Und noch in der Indie Arena das letzte Gebiet erkunden. Vielleicht da noch ein, zwei Spiele finden. Jetzt schicke ich euch aber schnell in die Endcard. Und dann sind jetzt doch 3 Stunden Stream draus geworden. Dann reden wir noch vorüber und dann sehen wir uns heute Abend schon wieder 18:30 in ein paar Stunden. In 3 Stunden sehen wir uns gleich wieder.
Also, wenn ich das richtig rechne. Dann mache ich hier mal eine kleine Mittagspause. Und dann sehen wir uns 18:30 wieder. Mal schauen, ob ich es schaffe, wenn ich 19 Uhr. Dann spielen wir heute Abend noch ein bisschen in die Arena. Und ein paar andere Demos noch. Gut, abonnieren kann mit euch. Kommt noch mit in den Raid. So, falls jemand da ist um diese Uhrzeit, ja, inzwischen 15:30 könnte ja schon wieder, könnten Leute wach sein. Guck ich mal, wer gerade noch live, wer gerade live ist um diese Uhrzeit schon. Sieht knapp aus hier. Sind nicht viele live. Ja. Sieht gar nicht so interessant aus. Ich meine, der Kanal hat es wahrscheinlich absolut nicht nötig, aber bevor wir jetzt hier, ich könnte noch ein bisschen, ich gehe zum Gamescom Channel rüber. Und noch ein bisschen, genau, Gamescom gucken. Da finden jetzt gerade Interviews und so weiter. Award Show oder Game Awards und so weiter, Gamescom Awards werden gemacht. Schaut noch da mal drüber, wenn ihr wollt. Wenn nicht, sehen wir uns heute Abend wieder. 18:30 wieder einschalten. Ich bin raus für heute. Bis nachher. Ich bin für heute nicht raus, für jetzt bin ich raus. Bis nachher. Sehen wir uns heute Abend wieder. Es wäre gut. Bis nachher, bis gleich. Ciao.